So, dann der Bastelzeit. Heute mal wieder aus der Kategorie, das war so nicht geplant. Und zwar das hier. Ja, mein Lötkolben. Ich wollte mal schnell etwas löten. Dummerweise wissen wir ja alle, mal schnell hat einen Zwilling und der nennt sich alles kaputt. Ja, ich wollte löten und habe meinen Lötkolben eingeschaltet. Das hier stand auf dem Display. Error. Also ungünstig. Kurz nochmal für die, die es nicht kennen. Ich habe mir damals meinen Lötkolben selber gebaut, in Aircodes. Das ist ein Set, in meinem Fall von Casgear. Und ja, das ist im Prinzip ein mehr oder weniger Open Source Lötkolben, der mit T12-Spitzen arbeitet, die zum Beispiel bei Hakko auch genutzt werden in dieser ähnlichen Bauform. Und daher hat man eine relativ gute Auswahl an Lötspitzen. Ja. Und das war auch mein erster Versuch. Okay, Error, vielleicht die Lötspitze kaputt, also Lötspitze raus, irgendeine andere mal reingesteckt. Aber leider hat das nichts geändert, auch mit einer anderen Lötspitze immer noch Error. Ich habe also entweder ein Problem in der Lötstation selber oder mit dem Griff hier. Und ich habe da schon so eine dumpfe Vermutung, was es sein könnte. Nämlich, ja, nehmen wir mal den Griff auseinander, denn einfach hier oben das Kabel, ihr seht, da ist zwar ein Knickschutz drauf, aber der ist relativ lose da drin und der hält nicht wirklich was zurück. Also eine Art Zugentlastung gibt es hier nicht so wirklich. Von daher nehmen wir den mal auseinander, gucken, ob da zufällig irgendwas da drin ist und ja, hoffen einfach, dass am Ende das Ding hier wieder funktioniert und ich dann mein Lötding doch machen kann. So, also wenn wir uns den hier angucken, diesen 3501 heißt er in dem Fall hier, ESD Safe, ja, ja, ist klar. Wir haben im Prinzip hier vorne den Teil, wo die Handauflage ist und die kann man rausschrauben. Dann haben wir das schon mal auf Seite. Das ist einfach nur ein Plastikteil, was das Ding an die richtige Stelle buxiert. Da ist sonst nichts drin. Und hier sitzen jetzt mehrere Dinge. Hier haben wir zum einen hier vorne den Teil, das ist auch nochmal zum Arretieren. Und hier oben drin, da sitzt der Block, ne, kann man nicht sehen, aber da sitzt ein Block mit den eigentlichen Kontakten, die dann hier zu den T12-Spitzen die Verbindung herstellen. Wie wir sehen, die haben im Prinzip drei Metallflächen. Wir haben einmal das große lange, das ist die Erde, die ist dann üblicherweise auch mit Erde verbunden. Und dann haben wir hier oben zwei Stück. Ich bin mir nicht 100% sicher, da gibt es verschiedene Aussagen, wie die geklemmt sind. Es ist aber auf jeden Fall in der Spitze drin. Zum einen eine Heizung hier in dem Bereich. Zum anderen war auch irgendwo hier vorne ein Temperatursensor. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass beides irgendwie gegen Temperatur gerichtet ist oder sowas. Wie auch immer, wir müssen jetzt hier irgendwie diesen Kontaktblock rausbekommen und da gibt es keine sinnvolle Lösung. Man kann einfach nur von hinten drücken und hoffen, dass sich der ganze Kram irgendwie nach unten dann schon rausdrückt. Ist ein bisschen suboptimal, aber naja, es funktioniert. So, hier können wir auch sehen, was wir da drin haben. So, hier können wir es auch nochmal schön sehen. Wir haben hier vorne eine Feder für einen Kontakt, eine zweite Feder für einen Kontakt und davon ist die dritte Feder für den Erdkontakt. Und hier hinten haben wir dann entsprechend die drei Leitungen, die weggehen. Das ist einmal rot für Plus, schwarz für Minus. Wo ist denn der schwarze? Warte. Ach nee, da unten, grün. Ah, da, der, okay, never mind. Da geht schwarz hin. Und hier oben haben wir nochmal ein Grün für die Erde. Also Plus, Minus und Erde. Und dann haben wir nochmal hier das schwarze Ding drin. Das ist die Verbindung für den Schalter, der entsprechend merkt, wenn man das hier kippt. Das ist eine Kugelschalter, wenn man mal genau hinhört. Da ist also eine Kugel drin, die entsprechend dann ja, den Kontakt herstellt oder nicht herstellt, je nachdem, wie man das Ding hier hält. Der hängt hier am weißen und da sehe ich auch schon, was da los ist. Ich glaube, der weiße Draht ist ab, oder? Sieht das nur so aus? Nein, der weiße Draht ist ab. Also, ja, das sieht nach einem einfachen Fix aus. Wir gehen einfach mal hin und missbrauchen jetzt hier einfach mal gerade einen von den Lötspitzen als kleine Pinzette, um zu gucken. Und ja, ja, genau. Hier seht ihr, der weiße Draht ist nirgendwo festgelötet. Das hat so natürlich dann keinen Zweck. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass die Schaltung im Lötkolben das dann erkannt hat und ja, entsprechend da auf Fehler gelaufen ist. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal unseren anderen Lötkolben, den TS100 habe ich zum Glück ja noch, und löten das mal wieder fest.
Mit etwas Glück ist das der Fehler. Dann können wir das Ganze wieder zusammensetzen und können auch wieder fleißig weiterlöten. Und ja, mal gucken, was ich da mache. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Ich gehe wirklich davon aus, dass es hier das Wackeln vom Kabel ist. Ich meine, ihr seht, hier ist nochmal irgendwie ein Kabelbinder als Zugentlastung, aber ich gehe mal davon aus, durch diese ganze Wackelei hat sich das hier irgendwie gelöst, zusammen mit ja, der Problematik, dass sich das sehr schlecht löten lässt. Denn hier die Beinchen von hier, die sind, glaube ich, aus irgendeinem Bronzematerial oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Sie haben jedenfalls eine sehr seltsame Farbe und die nehmen sehr schlecht Lötzinn an. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das halt das Hauptproblem war. Nun gut, wo ist mein Lötkolben? Oh. Okay, das sieht besser aus. Heizen wir den schon mal hoch und gucken mal, ob wir das hier nochmal dran gefummelt bekommen. Ich glaube, ich werde erst nochmal versuchen, irgendwie den Lötzinn drauf zu bekommen. Okay, das hat gegriffen. Okay. Verbindung wieder da. Platt genug gedrückt ist es auch. Das heißt also, wir sollten auch in der Lage sein, das Ganze wieder ins Gehäuse zu machen. Dann tun wir das doch mal. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das war und wo die Einzelteile hier sind. Da hängt noch was. So, erstmal der hier. Und hier müssen wir jetzt gucken. Der hat, glaube ich, irgendwo vorne eine Richtung. Ja, hier ist eine Einbuchtung, wie wir sehen. Irgendwo hat der hier intern eine Aussparung, wie rum das gehört. So rum müsste das sein. Ja, das ist gut. Das müssen wir jetzt nach hinten reindrücken. Okay, weiter rein geht nicht. Dann machen wir das wieder hier hinten mit dieser Pseudo-Zugentlastung zu. Und schauen wir mal, ob der Vorderteil auch funktioniert. Wenn ich mir jetzt noch gemerkt hätte, wie rum das war. Ich glaube, so rum war das. Dann der hier drüber. Okay, nein, dann war es andersrum. Dann war das so rum. Das kommt mir aber auch. Drückt sich noch ein bisschen. Und okay. Fest ist er. Jetzt muss nur noch funktionieren. Also, nochmal rein. Und rüber zum Testen. Und was soll ich sagen, wenn man den Griff einmal repariert, dann funktioniert das Ganze sogar. Hooray! Okay, also Griff funktioniert wieder, Thema gegessen. Noch nicht ganz. Denn ich fand das etwas uncool, dass das Ding plötzlich den Geist aufgibt. Weil, naja, Löten ist doch etwas, was bei mir häufiger vorkommt und ich mag es nicht, wenn mein Lötkolben nicht klappt. Deswegen habe ich dann so für mich entschieden, ein zweites Händel oder sowas als Reserve wäre schon ganz gut. Und das ist dann so ein bisschen hin und her gegangen und ich habe mich dann doch dazu entschieden, ein teureres zu holen und das hier kam dabei raus. Das hier, das ist aus Alu mit hier unten so, ja, es sieht aus wie Kohle, Faser, was auch immer das ist. Es ist jedenfalls etwas, was Hitze nicht so gut leiten soll, sodass man es anpacken kann, obwohl es Alu ist. Innenleben ist fast gleich, also wir können es hier nochmal auseinanderbauen. Das ist jetzt nicht wirklich etwas, was sich groß unterscheidet. Wir haben hier entsprechend unseren Kontaktblock. Hier ist halt alles noch schön mit irgendwie Schrumpfschlauch und so fest. Ich gehe davon aus, dass hier der Schalter auch drin ist. Ich höre es jedenfalls hier rasseln und ja, das Ganze, wie gesagt, wie man hier unschwer erkennen kann, dann entsprechend aus Aluminium, was ein bisschen länger halten sollte. Und auch an ein paar anderen Stellen, wie zum Beispiel hier die Zugentlastung hinten, die ist halt ein bisschen sinnvoller als hier dieses Plastik, was irgendwie die Hälfte der Zeit rausfliegt. Naja, das Ding ist dann entsprechend hier angekommen und ne, wir können unsere Lötspitze holen und hier reinstecken. Überraschung, Überraschung, das funktioniert natürlich. Und dann wollte ich das an meinen Lötkolben anschließen und nö, denn naja, das hier, das ist das, was an der anderen Seite dran ist.
Und wenn wir drauf gucken, dann ist das ein fünfpoliger Stecker. Dummerweise war der alte ein vierpoliger Stecker. What the heck? Selber Händler, selber Hersteller, selbes Modell. Also Lötkolben Modell und dann unterschiedliche Stecker. Ja. Okay. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt online ein paar Seiten, die haben die Pinouts da. Im Prinzip bei dem 5er sind auch zwei Pins einfach nur gebrückt. Ja, toll. Aber passt halt nicht rein. Das heißt, entweder jetzt 5er Buchse bestellen oder die untereinander tauschen. Ist beides Mist, weil ich hätte es schon gerne irgendwie so vollkompatibel. Ist jetzt natürlich sehr ärgerlich für mich. Aber ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer den Stecker hier zu tauschen und den an hier den Lötkolben dann dran zu machen. Dass ich den dann jetzt erstmal benutzen kann oder erstmal überhaupt gucken kann, ob er funktioniert. Wobei, es ist jetzt nicht wirklich viel Technik drin. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass das dann wirklich am Schluss ein Problem sein dürfte. Ich meine, ja, Qualitäten gibt es unterschiedliche natürlich, aber sagen wir es mal so, wenn die Plastikvariante schon gut funktioniert oder meistens gut funktioniert, wenn nicht gerade Kabel nicht wollen, dann sehe ich da relativ wenig Probleme. Und da habe ich auch gerade eine Schraube verloren. Mist. Na gut, schraube mir die andere auch gerade raus. Und das schwarze vorne, der vordere Part, der war auch nur reingeschraubt. Das heißt, den kann man hier entsprechend dann rausschrauben. Und dann kommt man an die Kabel, die gelötet sind. Hätte man jetzt eine Lötkolben. Was mich gerade wundert, hier sind tatsächlich 5 Kabel drin. Also ist es anscheinend doch nicht so getrennt wie gedacht. Aber gut. Also, wenn wir den Pins nachgehen, dann haben wir 1 blau, 2 weiß, 3 grün, 4 schwarz und 5 rot. Wie schon gesagt, 2 sind eigentlich dasselbe, die sind beide Ground oder Minus. Das heißt also, die können wir im Prinzip dann gleich zusammen machen. Aber erstmal müssen wir die hier abmachen, dass wir entsprechend das Kabel hier dann gleich auch rauskriegen. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal wiederholen mit dem anderen Stecker, was jetzt natürlich ein Problem wird, weil das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder einen Lötkolben suchen und dann das Ganze wieder festlöten. Und nach dem Kabeltausch, kurzer Test, yep, funktioniert. Ich kann jetzt also auch trotz dieses alten Anschlusses dieses neue Handle nutzen, den neuen Griff nutzen. Und ja, das klingt doch schon ganz gut. Zwischenzeitlich habe ich mir dann auch noch so ein paar von diesen Avionik-Steckern, heißen die meistens, organisiert. Und die haben den schönen Vorteil, dass die relativ genormt sind. Das heißt, ich habe mir einfach noch ein paar mit der richtigen Polzahl besorgt. Habe das alte Handle auch dann wieder mit einem Stecker versorgt. Das heißt also, wenn irgendetwas schief geht hier mit diesem Ding, dann kann ich jederzeit hingehen und kann noch zurückfallen auf den alten Griff und kann dann damit löten, sodass ich keinerlei Ausfälle mehr befürchten muss, wenn irgendwie mein Lötkolben wieder Blödsinn macht. Eine Änderung habe ich zudem noch an dem grünen gemacht, an dem neuen, und zwar, kleines Problem, der ist zu dünn. Der passt in meine Lötkolbenhalter nicht rein, der rutscht da einfach durch. Das ist natürlich eher suboptimal. Was ich einfach gemacht habe, ist mir von dem blauen entsprechend dieses Gummi, was vorne drüber ist, einfach mal stibitzt. Hier mit drüber gezogen. Sieht jetzt nicht mehr ganz so toll aus. Aber wir haben vorne jetzt nochmal einen zusätzlichen Rand. Wir haben nochmal ein bisschen Gummi, dass das Ganze nicht so rutscht. Und schöner Nebeneffekt, ist es jetzt breiter. Das heißt, es hält auch in meinen Lötkolbenhaltern. So, jetzt mit 2 Griffstücken und ja, das Ergebnis ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Ich benutze eigentlich fast nur hier den, der ist dauerhaft dran und liegt auch ganz gut in der Hand. Einfach weil es Alu ist, weil er auch vor allen Dingen ein bisschen schwerer ist, liegt besser in der Hand dadurch. Und war halt auch zu erwarten, ist halt auch ein Vielfaches teurer als hier dieser Plastikgriff. Trotzdem, Plastikgriff hält halt auch, wenn man möchte. Die Lötstelle, ich gehe davon aus, dass ich damals beim Zusammenbau vielleicht nicht ganz so gewissenhaft gearbeitet habe, dass die Lötstelle ohnehin schon ein bisschen schwach war und entsprechend dann durch das Wackeln vom Kabel wahrscheinlich hier hinten da ein bisschen was abbekommen hat und abgegangen ist. War jetzt keine große Sache, das Ding zu reparieren,
Braucht man natürlich einen anderen Lötkolben für, sonst bringt das natürlich nicht so viel, wenn man keinen zweiten Lötkolben hat, um seinen ersten Lötkolben zu reparieren. Am Ende, egal welchen man von den beiden holt, es ist immer noch deutlich günstiger als so die üblichen Markenstationen. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hiermit das Problem dann erledigt ist und der Lötkolben jetzt ein bisschen länger hält. Aber ich habe es ja schon öfter gesagt, mir geht es hier hauptsächlich ums Basteln. Das heißt also im Zweifelsfall bin ich bereit, auch mal einen Lötkolben auseinanderzubauen und gerade wieder was festzulöten, wenn ich dadurch halt sehr viel Geld spare, was eine professionelle Lötstation, die dann funktionstechnisch nicht wirklich was anders macht, aber halt eine deutlich bessere Qualität mitbringt und auch entsprechend länger haltbar ist. Was die mehr kosten würde, dieses Geld spare ich mir dann lieber und investiere im Zweifelsfall die paar Minuten, um dann das hier wieder festzumachen oder halt einfach einen anderen Stift hier zu kaufen, ein anderes Handteil, was hoffentlich das Problem nicht hat. So oder so, ich glaube, ich habe jetzt erstmal keine Probleme mehr mit meinem Lötdings. Ich habe genügend Spitzen auf Reserve, ich habe genügend Griffe auf Reserve und ja, möglicherweise habe ich mir auch noch die Elektronik irgendwo auf Reserve gelegt, falls da mal was dran ist. Also ja, so schnell geht meine Möglichkeit hier zu löten nicht aus. Und ich denke, damit bin ich dann auf der sicheren Seite. Eventuell muss ich mal irgendwie ein Bauteil gerade austauschen, aber ich habe alles da und kann damit sicher sein, dass der Lötkolben jederzeit, wenn ich ihn brauche, das tut, was er soll.